Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Grand Prix 2. Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Rennen und zwar ist das in... Also das letzte Rennen war ja in Kiew, wo wir gewonnen haben, deutlich. Da konnten wir noch ein bisschen gut machen auf die Fahrermeisterschaft, wie ihr hier seht. Wir sind jetzt Führender mit Brandstein zusammen. Und ja, jetzt gehen wir ins nächste Rennen. Das ist nämlich der große Preis der von Tschechien in Brünn. So sieht die Strecke aus. 5,4 Kilometer lang. Ich bin sehr gespannt. In einem kleinen Trockentraining hatte ich da ja nicht so berauschende Ergebnisse. Also, ohne jetzt allzu viele vorwegnehmen zu wollen. Erwartet hier mal nicht zu viel. Das ist unsere Fahrzeugeinstellung, glaube ich jedenfalls. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass die nicht so prickelnd ist. Ich gehe nochmal ein bisschen runter. Vielleicht bringt das nochmal ein paar Tausendstel Sekunden. Und jetzt geht es erstmal raus. Ich nehme ein bisschen mehr Sprit mit. Los geht es. Erste Qualifikation auf dieser wunderschönen Strecke. Was ich übrigens witzig finde, hier oben die Startampel. Die ist jetzt rot. Und wenn ich einfach weiterfahre, wird die grün. Und wenn ich jetzt zurückfahre, wird die wieder rot. Coole Sache, ne? Auf jeden Fall. Aber ich will jetzt keine Zeit verplempern. Ich möchte jetzt hier gern in die Qualifikation. Hinter uns ist schon einer, Haraldur Hjörleifsson, der im letzten Rennen so unglaublich unglücklich ausgeschieden ist. Der Isländer. Ach, hier dieser komische Bug hier, der nervt. Los, mach's weg. In der Ukraine beim großen Preis ist er ja ausgeschieden. Hjörleifsson im Bacon-Team. Oh, hier gab es ein bisschen, sind wir ein bisschen zu weit rausgekommen. Aber wir konnten es gerade noch so abfangen. Oh, die Kurven hier sind ziemlich fies, finde ich. Hjörleifsson kommt jetzt schon ein bisschen näher ran an uns. Immer raus. Aber es ist ja noch die Outlap, da geht das ja noch. Das soll uns dann am besten in unserer schnellen Runde nicht passieren. Pablo Cortmas jetzt auch noch hinter uns. Vom Lecken her sag ich mal, es geht. Es ist nicht ganz so schlimm. Aber man merkt es trotzdem. Und jetzt geht es aber eine schnelle Runde. Mal gucken, welche Zeit wir jetzt hier hinlegen werden. Haraldur Hjörleifsson vor uns wird auf jeden Fall eine Zeit vorlegen. Oh, 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 jetzt regt uns weit raus mit Quietschenreifen. Pablo Cortmas jetzt hinter uns. Da vorne sehen wir Harald Hjörleifsson gerade rechts abbiegen. In diese Kurve. Auch wieder sehr viel quietschende Reifen haben wir hier. Das kann nicht gesund sein.
weder für die Reifen noch für eine gute Zeit. Pablo Kortmas hinter uns kommt immer näher. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, warum wir hier so schlecht sind vergleichsweise. Könnte an dieser Slot-Sache liegen. Dass bestimmte Strecken nur in bestimmten Slots sind, aber ich will es jetzt darüber auch nicht hinschieben. Vielleicht haben wir einfach kein perfektes Setup hier getroffen. Wir werden das einfach sehen, welche Zeit wir hier hinlegen. Hinter uns immer noch Kortmas. Mal gucken, welche Zeit Haraldur Höllefsson fahren wird. Jetzt möchte Kortmas überholen. Aber mit einem späten Einbremsen in die Kurve konnten wir es gerade noch so finden. Wir sind aktuell Zweiter. Haraldur Höllefsson mit einer 1,40,5. Wir sind teilweise 1,3 Sekunden langsamer und hier 1,5. Dritter Platz ist das aktuell mit 3,5 Sekunden Rückstand. Das ist keine berauschende Zeit, muss man so sagen. Enttäuschend. Wir fallen jetzt auch sogar auf den vierten Platz zurück. Fünfter Platz. Djorkov jetzt aktuell auf der Pole mit einer 1,40. 5,03. Sechster. Wir fallen immer weiter zurück hier. Hoffentlich müssen wir ja nicht von ganz, ganz hinten starten. Das wäre bitter. Ein bisschen schneller in diesem Abschnitt. Da sind wir sogar an die Djorkov-Sektorzeit rangekommen. Aber jetzt haben wir uns hier ein bisschen vertan und das hat Zeit gekostet. Auf jeden Fall. Also ihr seht, es ist möglich, hier an die Pole-Zeit ranzukommen. Aber... Ah gut, jetzt haben wir es verkackt. Bonnet jetzt neuer Führender mit einer 1,40,44. Drei Sekunden langsamer. Beziehungsweise 5,7 Sekunden langsamer zur Pole. Hinter uns ist jetzt Djorkov und Dreher. Oh, aber gerade noch so abgefangen und in der Mauer gelandet. Oh. Aktuell wären wir auf dem 14. Platz. Aber es wird nicht bei dieser Position bleiben. Wir werden auf jeden Fall noch weiter nach hinten fallen. Auto auf der Hinterachse sehr instabil. Wir haben sehr viel Übersteuern hier teilweise. Hinter uns jetzt ein Ferrari. Djorkov kommt an die Box. Luciano Zamrotti jetzt hinter uns. Oh, das ist eine schlechte Zeit. 11 Sekunden langsamer. Oh, der Zamrotti hinter uns. Der fährt ja wie auf Schienen hinter uns durch die Kurve. Das ist ja unfassbar. Spät angebremst und im Gras gelandet. Da sind wir natürlich langsamer. Ich würde gerne mal versuchen, hinter Zamrotti zu bleiben. Vielleicht... Oh. Wirklich extrem hier, was wir hier haben. Übersteuern. Unser Fahrzeug liegt ja wirklich sehr schlecht. Auf der Strecke kein gutes Setup gefunden. Also hier stört er deutlich über. Ich gehe mal an die Box. Ich würde es gern nochmal... Ich mache mal einen Frontspoiler auf Anschlag, dann ist das vielleicht... Ist zwar auch keine Lösung, aber vielleicht bringt es ja irgendwas.
Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten. Das schaffen wir auf jeden Fall noch ein, zwei Runden. Wie gesagt, oben links. Aktuell wären wir auf dem 14. Platz. Da vorne seht ihr auch die Fahne, die Flagge der Tschechischen Republik. Oh. Da ist das Auto gerade sogar ein bisschen geslidet, so hat sich das angefühlt. Ui. Jetzt ist es doch ein deutliches Übersteuern, fast schon mit der Einstellung. Da darf man nicht allzu schnell auf dem Gas sein. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit dem Gas sein und das ein bisschen dosieren. Zwischenzeit nicht wichtig für uns. Oh. Dreher gerade noch so abgefangen. Es haben noch nicht alle eine Zeit gefahren, denn wir sind immer noch auf dem 14. Platz. Da reicht gerade leicht durchdrehende Reifen. Jetzt, oh. Und fast gedreht. Da hatten wir ein bisschen durchdrehende Reifen. Oh. Das ist wirklich ein... Fährt sich wirklich sehr schlecht, das Auto, muss ich so sagen, auf dieser Strecke. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie noch zeitmäßig was reißen. Oh, das Auto bricht sehr aus. Man merkt es vielleicht oder man sieht es vielleicht. Sehr unruhige Kurvenlage. Nicht gut. Sind wir jetzt ja fast sogar noch langsamer. Oh, eine Sekunde hinter der Polzeit. Und Dreher. Na, was ist denn hier los, Mensch? Was ist denn hier los, liebe Leute? Ich glaube, ich gehe einfach mal ins nächste Training. Aber das ist ja ein Fiasko, was wir hier haben. Ein Fiasko ist das. Das kann doch nicht sein. Zeitraffereien. Bitter, bittere Sache. Hier müssen wir eine richtig bittere Pille schlucken, so wie es aussieht. 1,40. Die anderen sind 5 Sekunden schneller. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hier die Zeit hernehmen sollen. 5 Sekunden. Das ist ja der Wahnsinn. Ich gehe nochmal ein bisschen auf den Heckspoiler, Frontspoiler runter. Spezielle Optionen haben wir da noch. Da wüsste ich aber auch nicht, was man dort gescheit einstellen könnte. Habe schon die Bodenfreiheit ein bisschen erhöht. Ich weiß allerdings nicht, ob das gut ist. Vielleicht die Getriebeübersetzung nochmal ein bisschen höher setzen, dass der vielleicht nicht ganz so in den niedrigen Gängen hochdreht. Mache ich einfach mal, auch wenn das vielleicht am Ende eine blöde Idee ist. Aber irgendwo müssen wir auch noch 5 Sekunden herkriegen. Und wenn wir so hin und her rutschen, dann ist das natürlich keinesfalls schön. Das kann dann ein sehr anstrengendes Rennen werden. Und da sind die Punkte natürlich auch ganz
weit weg dann. Ich nehme ein bisschen Sprit mit für 8 Runden. Und raus geht's. So, da bin ich nochmal gespannt, wie es jetzt läuft. Die erste Kurve ist dann natürlich noch nicht aussagekräftig. Wir müssen dort erstmal ein, zwei Runden überhaupt fahren. Spitzengeschwindigkeit 290 fast. Oh, 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 oh. Quietschende Reifen höre ich da schon wieder. Pablo Cortmas jetzt hinter uns als Zweiter aus der Box. Na, ich würde sagen, es fährt sich jetzt schon ein bisschen besser. Nach einer halben Runde, denke ich mal, kann man das so sagen. Allerdings müssen wir natürlich auch gucken, was das für die Zeit bedeutet. Oh, bisschen jetzt rausgekommen, soweit über die Curbs gefahren. Jetzt sind alle auf der Strecke. Keiner mehr in der Box. So, jetzt zählt es den möglichen, den ganzen Speed hier aus der Kurve mitnehmen. Und jetzt geht es auf unsere schnelle Runde und dann werden wir mal schauen, ob das Fahrzeug-Setup jetzt ein bisschen besser ist. Ich hoffe es. Spätes Bremsen hier auf diese langgezogene Rechtskurve. Auto bleibt einigermaßen ruhig. Leichtes Quietschen der Reifen, aber sonst keine großen Probleme hier zu erwarten. Jetzt diese Linkskurve ist auch immer relativ problematisch. Reifen quietschen ein bisschen. Dann diese Mistkurve hier. Jo, das sind wir einigermaßen gut durchgekommen. Und jetzt gucken wir mal, was das für die Zeit heißt. 1:33, das hatten wir in der Freitagsquali auch. Übrigens der Beißler hier, letzte Woche gefahren. Beißlers Rennserie, letzte Woche ebenfalls hier gefahren. Und für den Beißler war das ein Fiasko, er ist ausgeschieden nach einem Unfall. Und ich möchte nicht, dass uns hier Ähnliches zuteil kommt, dass wir hier keine Punkte haben oder nicht ins Ziel kommen. Hier hat man eine 1:7 in der letzten. Und 1:8. Oh. Sieht auch nicht besser aus. Aber das Auto fährt sich stabiler, finde ich. Und das kann im Rennen dann natürlich was ausmachen. Oh. Also wie gesagt, der Beißler in seiner Rennserie letzte Woche auch hier gefahren und er ist dort ausgeschieden und mal gucken, wie wir uns hier anstellen. Aber ich glaube, der Beißler ist dieses Wochenende auch mit seiner Super-Tourenwagen-Meisterschaft hier am Start. Also der 1:40 wird das auf jeden Fall nicht mehr. Das ist jetzt schon vorbei, die Zeit. Ich frage mich, wo wir hier die ganze Zeit verlieren. 1:45,3, das ist grottig. 4 Sekunden langsamer fast. Über 4 Sekunden. Oh, und Motorschaden. Ich fass es nicht. Es soll vielleicht nicht sein, dass wir hier gut abschneiden.
Es soll vielleicht nicht sein. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Aber zum Glück ist es in der Qualifikation passiert und nicht im Rennen. Wobei ich glaube, dass hier bei der Leistung, die wir hier im Rennen zeigen werden, wahrscheinlich wäre das dann auch egal. Das ist ganz bitter hier für das Team. Da kommen natürlich jetzt sofort gelbe Flaggen, das heißt, da muss langsam gefahren werden. Da kann man keine neue schnelle Runde fahren jetzt in dem Sektor. Ach komm, egal. Wisst ihr was, ich nehme einfach mal an, das soll so sein, dass man hier, guckt euch mal die Zeit an, wie schlecht wir sind. Genau genommen dürften wir eigentlich an dem Rennen gar nicht teilnehmen, weil wir ja der schlechteste, langsamste Fahrer sind. Aber komischerweise kommt, wenn der Spieler am langsamsten ist, kommt er trotzdem weiter. Und ich gehe mal einen Zeitraffer. Das hat eh keinen Sinn. Wir müssen jetzt so das Rennen bewältigen mit diesem schlechten Auto. Das ist halt nun mal so. Kann man nie ändern. Aufwärmen vor den Rennen gehe ich nochmal kurz rein. Gucken, ob die Fahrzeugeinstellung auch so passt. Frische Reifen drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich dort noch 5 Sekunden rausholen soll. Ich habe keine Ahnung. Wir können eigentlich bloß versuchen, irgendwie am Start so viel zu überholen, wie es geht. Und dann die Gegner zu behindern. Das ist jetzt schon das 5. Rennen, oder? Ja. Ist es. Schon. Okay. So, unsere Startaufstellung. Jacques Schulz auf der Pole, dann Louis Bonnet, sehr gut. Auf dem zweiten Platz der Kanadier. Rufen Melixen vom Kebab-Team auf der 3. Dann Quartero, 4. Jerkov, 5. Nee, 6. Bracegirdle, 7. Acevedo und 8. Revulak. Da Ferrari Lucas Zambrotti auf der 9, der Grieche Alexandidis auf der 10, dann Rawowski und Hamagi, da Finne Robert Ashford und der andere Ferrari mit Niklas Brandstein auf Platz 14, dann der Adnan Berker auf der 15 und Haraldur Höllefsson auf der 16. Samuel Casey, unser Teamkollege, startet deutlich besser als wir, da gefolgt von Yasuke Suota und Pak Sota, dann Anna Farinaris Uday Khan, Jim Najdowski auf der 22, dann Michael Cavanagh und Antonio Martinorra in Startreihe 12 und ganz letzter Haya Yoka, KG und wir mit einer 1,44, also 4 Sekunden, ja, knapp 4 Sekunden langsamer, 3,5 Sekunden etwa. Das ist schon richtig bitter und jetzt können wir bloß gucken, dass wir am Start was bisschen was gut machen. 9 Runden müssen wir fahren an der Stelle. Ich sehe keine Startampel, ach, die ist hier vorne. So sieht das Starterfeld aus. Und da geht's auch schon los und ich möchte am liebsten direkt schon einige Plätze gut machen. Bisschen im Windschatten fahren. Wir fallen schon zurück hier, das ist ja... Oh, 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 oh. Wenn ich jetzt rechts die Kurve gut kriege... Oh, und da ist einer gecrashed. Das ist... Farinaris müsste das gewesen sein in meinen Augen. Oder Martinorra. Ich denke eher, es könnte Martinorra gewesen sein. Das werden wir gleich in der Wiederholung sehen. Der ist aufgestiegen. Wir hatten Reifenkontakt. Hier kommt es nochmal in der im Replay. Was sich da abgespielt hat. Dort hinten links fahren wir. Ziehen hier rein. Nee, das war nicht Martinorra. Das war dann auf jeden Fall... Hier kommt's. Anna Farinaris. Bang. Verliert vorne den Flügel. Müssen wir nochmal genau beobachten. Ich spiele es noch einmal ab. Da können wir nochmal gucken, was da genau passiert ist. Jetzt im Moment.
So, hier kommt gleich die Stelle, wo es passiert. Wir müssten eigentlich gleich rechts vorbeigezogen kommen. Genau. Oh, da würde ich doch mal ganz klar sagen, dass die uns reinfährt. Ist jetzt meine Meinung. Anna Farinaris ist meiner Meinung nach an diesem Unfall schuld, hauptsächlich. Denn sie hat uns einfach die Tür zugemacht und da wir konnten natürlich nirgendwo mehr hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir in den neuen Runden hier veranstalten. Ob man irgendwie hier... Oh, da gab es noch einen kleinen Crash. Da haben wir einen Berker weggekickt. Tut mir leid, jetzt will links uns auch noch so einen Japaner überholen. So Ota, aber nicht mit mir. Für den 16. Platz gäbe es keine Punkte. Aber ich will die so ein bisschen aufhalten, obwohl ich mich wahrscheinlich eh nicht lange wehren kann vorne. Hörlefsson, da lässt schon ein bisschen abreißen. Wir sind aktuell auf dem 16. Platz. Hinter uns bildet sich ein kleiner Stau. Den versauen wir natürlich das Rennen damit. Aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Da kommen wir sehr weit raus. Hinter uns jetzt der Finne. Nee, Suota war der Südkoreaner, glaube ich. Ich muss mir das mal ausdrucken. Wer welche Nationalität hatte hier, das weiß ich noch nicht von allen. Jetzt will er überholen. Oh, und da ist er vorbeigekommen. Aber... Oh, und Berührung. Das war jetzt hauptsächlich meine Schuld, denn ich habe das in Kauf genommen. Der Crash, gerade die Berührung mit Suota. Nee, Suota natürlich. Suota fällt jetzt zurück. Einige Plätze. Nee. Das war doch Pak Suota. Genau, nicht Suota war der andere. Erste Runde gleich vorbei. Und wir haben schon wieder einen Rückstand hier auf die anderen 3 Sekunden. Ne, 2,5 Sekunden. Auf Hörlefsson. Das ist eine ganz peinliche Nummer hier für den als Titelverteidiger, als WM-Führender. So eine schlechte Leistung auf diesem Kurs. Jetzt will Suota wieder angreifen. Ich bremse extrem spät diesmal. Oh, und Anna Farinaris an der Box. Ja, die Taktik, die aufzuhalten, klappt gut, aber für den 16. Platz gibt es natürlich keine Punkte. Im Prinzip könnte ich auch hinterherfahren als Letzter, das würde ungefähr aufs Gleiche rauskommen. Jetzt schon, der Vorsprung wird immer größer. Zu Hörlefsson. Da hat Rawowski und Samrotti haben dann Platz getauscht, so wie es aussah, oben links in der Anzeige. Spät gebremst hier. Oh. Der Suota will vorbei, aber er kann nicht. Ihr seht es immer, wie er im Rückspiegel immer rauszuckt. Aber wir machen einfach immer die Tür zu. Jetzt wieder. Ich ziehe einfach rüber. Oh. Jetzt sind sie hinten schon zu zweit nebeneinander. Herrlich. Ich feiere das gerade ein wenig. Das wird ja ein reines Blockaderennen. Oh. Durchdrehen Reifen, jetzt will Udai Khan will attackieren, aber wir ziehen einfach gnadenlos hier zu. Hin und her, ich zeig's einfach mal im Replay hier. Das macht Spaß, wie wir hier die anderen einfach nur aufhalten. Mit unserem Meftel hier zu zweit fahren die in die Kurve, aber keine Chance, an mir, an der Mauer vorbeizukommen. Vorne fahren sie alle weg, da klafft eine riesen Lücke hinter Hörlefsson. Und wir kommen da echt nicht ran. Es ist zum Verzweifeln. Hier machen wir einfach mal gnadenlos dicht. Na, Pack. Nee, Najdowski jetzt hinter uns. Da gibt es einen Platzwechsel nach dem anderen.
Und 7 Sekunden Rückstand schon auf Herlufson. Weil unsere Fahrweise macht das natürlich möglich. Die behindern sich dort hinten alle gegenseitig. Und dann gibt es einen Platzwechsel nach dem anderen. Nadowski hinter uns. Farinaris. Letzte nach dem Startcrash war sie schon in der Box. Und in Führung immer noch Jacques Schulz, dann Bracegirdle, Quartero, Djakov und Bonnet. Bonnet hat ja richtig Plätze verloren am Start scheinbar. Oh, und jetzt ist es passiert. Abflug. Da können sie alle durchschlupfen, nutzen die Chance. Und sind vorbei. Wir sind jetzt vorletzter nach diesem... Gucken wir uns das nochmal in der Wiederholung an, was da vorgefallen ist. Wahrscheinlich einfach verbremst von uns. Zu spät gebremst und dann zack, abgeflogen. Ist natürlich ärgerlich. Aber bei diesem Grotten-Setup und dieser grottigen Fahrzeuglage hier war das abzusehen, dass sowas Ähnliches passiert. Hier kommt's. Viel zu spät gebremst, Auto untersteuert und dann in den Reifenstapel. Und hier fahren sie alle vorbei und freuen sich, ach endlich ist der Typ weg. Tja, jetzt sind wir fast letzter. Jetzt können wir nur hoffen, dass uns Farinaris nicht noch überholt. Das fände ich nämlich richtig bitter. Oh. Jetzt natürlich durch den Abflug die Reifen dreckig, da ist der Grip weg. Den müssen wir erstmal sauber fahren. Ich hatte einmal ein bisschen zu viel Knödel mit Gulasch gegessen. Deshalb sind wir hier so langsam. Das ist alles zusätzlicher Ballast, zusätzliches Gewicht, was uns hier enorm ausbremst. Dazu noch das Bier. Das Tschechische, das Gute. Das ist natürlich dann eine Auswirkung hier auf das Rennen. Und, oh, Dreher. Konnten wir gerade noch so abfangen. Mehr oder weniger. Mehr schlecht als recht. Also vorne Schulz, dann Bracegirdle, Quartero, Djakov, Alexandidis. Bonnet auf der 6. Der hat 4 Plätze verloren am Start. Beziehungsweise im Vergleich zum Start. Ist natürlich tragisch. Da gab es eine Überholmanöver gerade. Da auch wieder. Neue schnellste Runde von Anna Farinaris. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na gut, die kann frei fahren. Ich meine, können wir auch, aber unsere Rundenzeiten sind grottig. Hier seht ihr sie. 1,56 war unsere letzte Runde. Und die schnellste Runde war 1,43, also 13 Sekunden langsamer sind wir. Das ist schon ein Armutszeugnis für unser Team. Aber das ist auch... Bei unserer bislang durchwachsenen Saison irgendwo verständlich oder nachvollziehbar. Das schlechte Abschneiden in Australien am Start, da sind wir auch fast letzter geworden oder sowas. Dann der Sieg in, ne Quatsch, der Start in Neuseeland, dann der Sieg in Australien. Dann in Indonesien. Der 5. oder 6. Platz oder sowas. Dann wieder ein Sieg in der Ukraine und jetzt hier hängen wir so hinterher. Also das ist, zieht sich so durch den Anfang der Saison. Vielleicht kriegen wir es in den Griff, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber man muss auch sagen, noch keine Ausfälle aktuell gemeldet. Alle noch im Rennen. Bislang gab es ja immer in jedem Rennen mindestens einen Ausfall. Mal gucken, wie das hier sein wird. Und ich sehe schon... Nee, doch, sieht in Ordnung aus. Ich wollte gerade sagen. Anna Farinaris ist noch 10 Sekunden hinter uns.
Ich hoffe ja irgendwie drauf, dass wir den vorletzten Platz irgendwie ins Ziel retten noch. Aber... oh, wieder mal sehr weit rausgekommen. Musste wieder richtig vom Gas gehen. Also, Brünn ist nicht unsere Strecke. Kann man jetzt so sagen schon. Eine Sekunde langsamer aktuell. Aber ich tröste mich damit, der Beißler. Der ist ja sogar ausgeschieden in seinem Rennen. Ich bin gespannt, wie sein Supertourenwagenrennen hier in Brünn, wie das ablaufen wird. Kommt er dann auch noch, also jetzt nicht auf meinem Kanal, sondern auf seinem Kanal, aber ich sage jetzt einfach mal, dass das hier ein Rennwochenende ist, wo dann der STW Cup auch noch fährt, nach unserem Formel 1 Rennen. Und da bleibe ich natürlich an der Strecke, um mir das Rennen anzugucken. Irgendwie ist das lustig, dass man so solche Crossover-Punkte hat, Anknüpfpunkte hat, wo man einfach so sagen kann, ach hier, Mensch, der Beißler, der fährt doch hoch und naja, da ist es halt ein Rennwochenende, das gefällt mir irgendwie. Hat sich jetzt zufällig so ergeben. Letzte Woche, ich habe es schon mal gesagt, war Beißlers Grand Prix 2 Edition ja auch hier bei den Tschechen. Also hier sehr beliebte Rennstrecke natürlich. Auch wenn ich persönlich hier noch nicht war, also im RL. Ui, da... und was ist für eine Rundenzeit? 1,49. Oh, das ist so dermaßen schlecht, Leute. Ich bin fassungslos. Unser Teamchef steht fassungslos am Stand. Das könnte ein Fiasko geben, denn unser Teamkollege Samuel Casey ist aktuell auch nur auf der 21. Und was macht unser ärgster Konkurrent Zamrotti? 9. Da gibt es aber allerdings auch nicht viele Punkte. Also Zamrotti nutzt das hier auch nicht. Eigentlich müsste er in dieser Situation, wo wir hier so schlecht sind, angreifen, um seinen Vorsprung ein bisschen auszubauen zu uns. Aber nein, er ist nur 9. Ich weiß nicht, wie viele Punkte gibt es da bei mir in meiner Punkteskala. 3 Punkte oder sowas, keine Ahnung. Oder 2 Punkte, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Also Zamrotti kann sich ja nicht wirklich absetzen, aber wir müssen natürlich auch auf die anderen Fahrer gucken, die so ganz knapp hinter uns sind in der Fahrerweltmeisterschaft. Also wir werden hier auf jeden Fall unsere aktuelle Führung verlieren. Tja, Anna Farinare ist jetzt nur noch 4 Sekunden ungefähr hinter uns. 4,5 Sekunden. Hui. Und ich fass es nicht. Jacques Schulz aus dem Rennen, der Führende. Der hat das Rennen die ganze Zeit angeführt, ist ausgeschieden. Oh, das ist ja mal eine richtig bittere Pille, die das Team hier schlucken musste. Was ist denn da bitte passiert? Oh, da steht er mit Motorschaden. Oh, das ist extrem bitter. Das ist in Führung liegend mit Motorschaden auch noch ausgeschieden. Das tut mir leid für den guten Schulzi. Ui, ui, ui. Das heißt, wir machen einen Platz gut. Sind dann noch 24. aktuell. Oh, das ist... hier kommt es nochmal. Oh, ist das... da ist die Skoda-Maschine einfach nur abgeraucht. Da kommen hinten die Flammen raus. Boah. Das kam jetzt aber überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der gute Jacques Schulz hier noch ausscheidet. Und er ist immerhin in Führung gewesen. Das heißt, er hätte hier mal richtig die Punkte abgreifen können. Und hinten im Rückspiegel sehe ich doch schon hier Anna Farinaris. Die ist jetzt uns dicht auf der Pelle. Oh,
Und Jacques Schulz überholen wir gleich rechts. Rechts wird er wahrscheinlich gleich sein Auto stehen. Ne, da haben sie es abgeschleppt, aber wir sind jetzt auf dem 24. Platz immerhin und Ana Ferrinares greift an. Weil ich mache gnadenlos die Tür zu. Lass mir die Wurst nicht von der Schnitte nehmen. Vorne ist jetzt in Führung Cortero, dann Bracegirdle und Djakov. Also Djakov, der Russe im Zozo-Team, wieder mit einer sehr guten Leistung. Das bringt das Team wieder in der Konstrukteursweltmeisterschaft nach vorne, sein Teamkollege. Rawowski, 11. Könnte vielleicht auch ein, zwei Punkte geben. Unter Umständen. Wie gesagt, ich muss mir das alles mal irgendwie bereitlegen oder notieren, damit ich euch das sagen kann, wie viele Punkte es für welchen Platz gibt. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich glaube, das werde ich bis zum nächsten Rennen auch wieder vergessen haben, im Prinzip. Und Scheibenkleister. Und da ist jetzt Ferrinares vorbei und wir sind jetzt endgültig Letzter. Wenn man mal sieht, von dem ausgeschiedenen Jacques Schulz. Also wir sind jetzt Letzter von den Autos, die noch im Rennen sind. Kann man ja froh sein, dass wir hier noch nicht überrundet worden sind. Ich würde aber sagen, eine Überrundung ist unwahrscheinlich, weil wir haben erst 46 Sekunden Rückstand. Und die schnellste Runde ist ungefähr 1,40. Das heißt, wir müssten eine Minute noch einbüßen in den letzten zwei Runden. Das ist definitiv nicht... habe ich definitiv nicht vor. Dies zu tun. Oh, im dritten Gang hier um die Kurve bei voller Drehzahl. Ich glaube, da darf man sich nicht wundern, wenn man sich ständig wegdreht. 1,54. Boah, ist das eine schlechte Zeit. Das ist sogar noch außerhalb der 107% Marke. Oh, Dreher konnten wir gerade noch so abfangen. Da waren wir zu schnell in der Kurve. Oh mein Gott. Und naja, wenn wir so weitermachen, dann wird das mit der einer Minute auch noch was. Achso, die nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Was fahre ich denn da rechts rüber? Vollkommen sinnlos. Also, zusammengefasst kann man sagen, großes Fiasko für das LPR-Team. Casey hat da jetzt wieder einen Platz gut gemacht, aber das ist nur Ergebniskorrektur. Das wird hier nichts weiter. Oh, Leute, ich krieg die Krise hier. Ja, genau, nochmal drehen, so ist es richtig. Also, absolut grottige Leistung hier vom Team. Muss man mal so sagen, mit Fahrern ganz hinten, 20. und 25. Berger, 23. und sein Teamkollege hat gerade noch Revulak überholt. Melliksen. Da gibt es ein lustiges Platz hin und her wechseln zwischen Reluwak, Melliksen und Zambrotti. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, wie sich links die Plätze geändert haben. Oh, oh, jui, jui. Hier unsere Reifen sind wahrscheinlich dann auch komplett hinüber. Mittlerweile. Eine Minute Rückstand haben wir schon zum Führenden. Oh, das ist bitter. Und jetzt geht's dann... Oh, Mirabella Bracegirdle gewinnt. Und jetzt geht's zum Glück endlich in die letzte Runde. 2:02, das ist ein neuer Tiefpunkt von der Rundenzeit her.
Und da haben wir einen Sieger. Mirabella Brace Girdle hat gewonnen. Erste Frau, die hier ein Rennen gewonnen hat in unserer Grand Prix 2 Edition. Dann Juan Cortero auf der 2, gefolgt von Djurkov. Der komplettiert das Siegerpodium mit dem dritten Platz. Also sehr gute, konstante Leistungen vom Zozo-Team. Dann Louis Bonnet auf der 4, Alexandides 5., Mellixen und Revolok ist am Ende des Rennens auch nochmal ausgeschieden. Was ist da jetzt ihm widerfahren? Oh, Antonio Martinorra hat noch Motorschaden. Oh, was ist denn hier los? Uday Khan, Motorschaden. Und Magnus, nee, Quatsch, sah nur so aus. Gleich zwei Motorschäden in einer Runde. Da stehen sie. Aber das könnte für Martinorra vielleicht... Oh, und Dreher! Da gab es noch einen Dreher. Michael Kavanagh dreht sich am Ende noch. Und das könnte für den Motorschaden-Mensch noch ins Ziel gereicht haben, so wie es aussieht. Aber was ist denn jetzt hier passiert bei Michael Kavanagh? Hier vorne der Motorschaden von Martinorra. Ich denke mal, der hat es auf jeden Fall noch ins Ziel geschafft. Hier geht die Maschine von Martinorra hoch, schwarzer Rauch. Und hier vorne ist dann noch Magnus Revolak, der stellt sein Auto hier vorne ab. Aber was ist denn mit dem Michael Kavanagh passiert? Da dreht er sich hier am Ziel noch, fährt er durch den Rauch. Und wird dadurch abgelenkt, dreht sich. Ui, und da gab es fast noch den Crash mit Najdowski. Konnte gerade noch so ausweichen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, für Martinorra reicht es noch, hat der ein Glück. Und hinten, oh, das ist bitter für Kavanagh. Das hat ihm richtig Zeit gekostet und Plätze gekostet nochmal. Obwohl, Punkte hätte er eh keine gekriegt, aber dieser Dreher noch am Schluss, das war richtig bitter für ihn. Und Martinorra hat es noch ins Ziel gerettet, seinen Motorschaden. Und Revolak hat es leider nicht geschafft mehr ins Ziel. Ui, das war schon jetzt eine spektakuläre Schlussphase nochmal. Also, war stehen geblieben? 9. Acevedo, 10. Rawowski, Brandstien 11. Hölfson auf der 12. Hamaki, 13. Sota, 14. Khan, Uday Khan auf der 15. Dann Najdowski, Martinorra, Casey, KG, Berger, Sota, Kavanagh, Farinaris und wir jetzt als letzter ins Ziel. Ausgeschieden, Revolak und Schulz je mit Motorschaden. So viel dazu. Der große Preis der Tschechischen Republik ist beendet. Ein grottiges Rennen für uns war das auf jeden Fall. Hier seht ihr nochmal alles im Überblick. Oh, sogar die beiden Enceladus-Fahrer richtig gut abgeschnitten mit dem 2. und 4. Platz. Das gibt ordentlich Punkte aus Punktekonto. Dann GNR gewinnt hier in der Teamwertung heute. Tripti schon 13. 14. Das geht auch in Ordnung. Tja. Schlechte Leistung von uns im Rennen. Wir waren durchschnittlich 12,5 Stundenkilometer langsamer. Das ist schon richtig bitter. Und jetzt gucke ich mal, wer sich nicht qualifiziert hat. Kann man es eigentlich irgendwo ablesen? Racing Kebab. Beide dabei. Grand Prix 2. Taurus Seat. Auch beide dabei. Nee. Antonio Martinorra und der andere. Ach, das kann man ja, glaube ich, hier in der Startaufstellung ablesen. Oder? Oder halt dann in der Gesamtübersicht geht es auch. Machen wir das dann. So, Fahrerpunkte gibt es da ordentlich. Einmal für Mirabella Grace Girdle 20 Punkte. Cortero 16, Djurkov 14 und der Rest, das passt eh nicht alles in das Fenster. Daher lese ich das jetzt mal nicht vor. Viel interessanter ist dann jetzt die Gesamtwertung. Wir mit 0 Punkten. Ach so, wir gucken noch erstmal in die Konstrukteurspunkte. Da gab es am meisten für Enceladus ganze 28 Punkte, dann GNR 24 Punkte, Zozo mit 17 Punkte, ganz ordentliche Leistung. Lynx 10 Punkte, Racing Kebab 8 und Ferrari auch nur enttäuschende 8 Punkte. Und in der Fahrermeisterschaft sieht es dann wie folgt aus.
Ja, Alexander Djörkov führt jetzt aktuell die Tabelle an. Dann auf dem zweiten Platz Brandstien. Da konnte er sich ein bisschen rausarbeiten. Ja, nicht wirklich viel mit seinem schlechten Platz. Dann wir immerhin noch auf dem dritten Platz. Dann Rawowski, Kahn, Berger, Suota, Quartero, Revulak, Brescurdle mit den ersten Punkten hier und dann gleich noch ein Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Louis Bonnet, haben wir noch Ruven Mellixen, Haraldur Hölfsson, Samuel Casey, Acevedo, Hamaki, Schulz, Ashford, Alexandidis, Zemrotti, Collins und Sota und sechs Fahrer weiterhin noch ohne Punkte. Und dann gucken wir an die Konstrukteursweltmeisterschaftstabelle. Da führt Zozo immer noch an. Die können sich langsam ein bisschen absetzen. Zum zweiten Platz mit unseren 64 Punkten. Das war eine Nullnummer bei uns, dieses Rennen. Das heißt, Ferrari konnte ein bisschen rankommen. Dann Racing Kebab, Enceladus, Grand Prix 2, das Bacon Team auf der 7, GNR 8, Lynx 9, 10, No 4, Triptychon auf der 11 und das Paptor Team auf Platz 12 mit mickrigen 8 Punkten. Aber wie gesagt, bei der Punkteverteilung hier, da ist viel möglich. Da kann man noch ein bisschen gut machen und das ist unsere Saison nicht qualifiziert, haben sich. James Collins, stimmt eigentlich. Pablo Cortmas war da nicht dabei. Mit Punkten. Hayayoka Keiji hat noch keine Punkte. Oh, das ist bitter. Tonio Martinora auch noch keine Punkte. Pablo Cortmas ohne Punkte. Jim Najdowski ohne Punkte. Anna Farinaris ohne Punkte. Und Michael Kavanagh auch noch ohne Punkte. Wer hat jetzt ausgeschieden? Jacques Schulz. Und Magnus Revulak, aber ich glaube, der Magnus Revulak, der zählt noch mit rein. 25. genau. Also nicht qualifiziert hier Pablo Cortmas und James Collins. Wow, was für ein Rennen. Nochmal mit einem Drama am Ende, aber wir hier furchtbar grottig abgeschnitten. Und ich speichere jetzt einfach mal an der Stelle nochmal ab. Und dann gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht. Das nächste Rennen. Das ist im Prinzip, wenn man so will, unser Heimrennen, nämlich der große Preis von Sachsen auf dem Sachsenring. Bin ich sehr gespannt, wie wir dort abschneiden werden. Aber das kommt erst im nächsten Rennen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, auf Wiedersehen.